guten Abend. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für diesen frenetischen, überfallartigen Applaus. Guten Abend und ja. Guten Abend und herzlich willkommen zur 30. Preisverleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises der DFB in dieser wunderschönen Bundeskunsthalle in Bonn. Mein Name ist Vinz Ebert. Ich habe die frohe Aufgabe, für den humoristischen Teil dieses Abends zu sorgen. Man hat mir aufgetragen, in den nächsten 15 Minuten hier diese Halle so richtig zum Kochen zu bringen. Es gibt Gründe genug dafür, zum einen natürlich die Preisverleihung, zum anderen hat ja Deutschland in den letzten 2-3 Jahren einen richtigen Wissenschaftsboom erlebt. 2005, Einstein-Jahr, 100 Jahre Relativitätstheorie, Theodor Hensch bekommt den Physik-Nobelpreis und eine deutsche Physikerin wird Bundeskanzlerin. Angela Merkel, die Madame Curie aus der Uckermark. Toll, wirklich super. Ja. Und ich meine, gerade ist ja die Stimmung in der Großen Koalition nicht ganz so optimal, aber am Anfang war ja eine riesen Euphorie. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, kurz nach der Bundestagswahl haben ja ganz, ganz viele Spitzenpolitiker von einem Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik gesprochen. Das klingt immer sehr, sehr großartig, ein Quantensprung in der Arbeitsmarktpolitik. Physikalisch gesehen ist ein Quantensprung definiert als die kleinstmögliche Zustandsänderung, meist von einem hohen auf ein niedriges Niveau. Das ist ein Quantensprung. Gut, ich sag mal, eine hohe Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht immer nur schlecht. Ja? In Sachsen-Anhalt zum Beispiel haben sie praktisch keinen Berufsverkehr. Ja, gut, man lacht jetzt so locker daher, aber ich meine, sind wir doch mal ehrlich, die Schere zwischen Reich und Arm, aktuelle Studie, ja, es geht richtig auseinander. Gerade bei uns Künstlern ganz extrem. Mich hat neulich ein guter Bekannter gefragt, Vinz, was würdest du tun, wenn du im Jahr 200.000 Euro zur Verfügung hättest? Habe ich gesagt, boah, ich müsste mich sehr einschränken. Ja. Viele denken ja, als Komiker geht man deswegen auf die Bühne, weil man nichts Ordentliches gelernt hat. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Im Gegenteil, gerade Komiker sind ja oft ganz, ganz klassische Quereinsteiger. Viele Kollegen zum Beispiel kommen direkt aus der Psychiatrie. Und ich habe eben wirklich ursprünglich Physik studiert. Ich habe vor über 12 Jahren mein Studium als Diplomphysiker abgeschlossen. Also man kann sagen, ich bin nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel der dritte deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Und das prägt einfach. Ich tue mir zum Beispiel immer noch total schwer, so eine größere Menschenansammlung als ein Publikum anzusehen. Also für mich ist ein Publikum immer so ein Stück weit eine endliche Menge von ganzen positiven Zahlen der Mächtigkeit G. Ja, ich habe sie jetzt einfach mal als ganze positive Zahlen bezeichnet, in erster Näherung. Ja. Neben den positiven Zahlen gibt es natürlich auch noch die negativen. Und die kann sich der naturwissenschaftliche Laie oft nicht so richtig vorstellen. Minus 1, minus 2, minus 3. Der Physiker würde es folgendermaßen erklären. Angenommen, in einem Raum befinden sich drei Personen. Wenn vier davon den Raum verlassen, muss einer wieder rein, damit der Raum leer ist. Ja? So einleuchtend kann die Mathematik sein. Ja? Und mit der Physik ist noch viel extremer. Physik, das ist Leben pur, das ist tagesaktuell. Ich weiß nicht, wer es neulich gelesen hat, großer Artikel im Wissenschaftsmagazin Bild-Zeitung, Chaos im Weltall, die Erdachse kippt. Ja, ich war sehr skeptisch, wir haben uns dann in unserem wöchentlichen Physikerstammtischstube unterhalten und beim Nachhauseweg habe ich gemerkt, es stimmt. Physik ist viel realitätsnäher als man glaubt. Wer Kinder hat, weiß das. Kinder, die stellen intuitiv die elementarsten physikalischen Grundfragen. Warum ist der Himmel blau? Wieso wird es nachts dunkel? Warum darf ich keinen gelben Schnee essen? Und die meisten Erwachsenen stehen da und denken sich, pff, genau das möchte ich ändern. Ich möchte in meinem Programm zeigen, dass Physik mehr ist als komplizierte Formeln oder trockene Rechnungen. Dass Physik Spaß machen kann und dass Wissenschaft durchaus sehr, sehr fröhlich ist. Klassischer Physikerwitz zum Beispiel ist, sagt die Magnetin zum Magneten, du, ich weiß überhaupt nicht, was ich heute anziehen soll. Ja. Aber natürlich bei allem Flachs geht es mir natürlich auch um einen Bildungsauftrag. Also ich möchte schon die Wissenschaft in die Welt tragen und auf den Bühnen den Leuten Wissenschaft und vor allem Physik erklären, weil das physikalische, naturwissenschaftliche Grundwissen in Deutschland ist katastrophal. Ja. Können Sie sich nicht vorstellen, neulich habe ich meinen Nachbarn gefragt, was ist ein Lichtjahr? Sagt er zu mir, die Stromrechnung für 12 Monate. 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. Ja, an der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator. Ja, breitbeinig drüberstellen, gucken, was passiert. Ja.
Gut, einige lachen jetzt, denken sich 34%, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja mehr als die Hälfte. Gut, ich gebe natürlich zu, Statistiken kommen teilweise sehr, sehr dubios zustande. Ich weiß nicht, ob das noch mitgekriegt hat, aber vor ein paar Wochen hat ein großer deutscher Radiosender bei seinen Hörern eine Umfrage durchgeführt und hat sie aufgefordert, mit Ja oder mit Nein abzustimmen. 5000 Leute haben angerufen, 73% haben mit Ja gestimmt, obwohl überhaupt keine Frage gestellt wurde. Ja, so sieht's aus in Deutschland. Bei mir hat das ja ganz, ganz früh angefangen mit dieser Physikleidenschaft. Ich habe meine Mutter gefragt, die hat gemeint, Vince, du hast schon auf der Wickelkommode mehrfach die Fallgesetze überprüft. Ja? Lieblingshändler meiner Kindheit waren auch nicht Flipper oder Lassie, sondern Telekolleg Physik. Ja? Kennt man das noch, Telekolleg Physik? Vor 30 Jahren vom Bayerischen Rundfunk produziert. Das war die Sendung mit den schlechtest angezogensten Männern Deutschlands. Ja? Flippige junge Wissenschaftler in abgefahrenen Klamotten waren vor irgendwelchen abstrusen Apparaturen gestanden, haben so bedeutungsschwangere Sätze gesagt, wie zum Beispiel heute das Ohmsche Gesetz, der elektrische Widerstand. Spannung, Strom, Spannung, Strom. Sehen wir uns das im Trickfilm an. Das waren so die Action-Klopper in meiner Jugend. Ja, Telekolleg Physik, MacGyver für Arme. Ja. Und das hat mich selber inspiriert, so physikalische Experimente durchzuführen. Ich habe zum Beispiel mit 14 dem Nachbarsohn von uns selbstgebastelte Kontaktlinsen eingesetzt. Ja, mit so kleinen aufgemalten Katzen drauf. Ja. Ich habe wirklich an nichts anderes gedacht als an Physik. Wenn ich in der Schule nach der wichtigsten Person des deutschen Widerstands gefragt worden bin, der einzige, der mir eingefallen ist, war Georg Ohm. Ja, und auch meine Eltern waren natürlich vollkommen überfordert. Ja, ich habe ja permanent mit irgendwelchen Fragen gelöchert. Wenn man Trockeneis schmilzt, kann man dann schwimmen, ohne nass zu werden. Muss ich ja trinken, wenn die Luftfeuchtigkeit 100% erreicht. Oder wenn, eine Katze auf den Boden fällt und ein Marmeladenbrot immer mit der beschmierten Seite nach unten, was passiert, wenn du ein Marmeladenbrot auf den Rücken von einer Katze bindest? Also, ich hatte schon immer diesen Forscherdrang. Und man erkennt auch, die Welt, wenn man sich umguckt, die Welt ist ein riesengroßes Physiklabor. Selbst Biologie oder Chemie haben ihre Wurzeln in der Physik, weil ja alles aus Atomen besteht. Zum Beispiel hat man herausgefunden, dass sich die Menschen von den genetischen Molekülen her nur um einen winzigen Bruchteil unterscheiden. Also auf der Stufe der genetischen Moleküle gibt es praktisch keine Unterschiede zwischen mir, meinem Cousin, einem Afrikaner oder Albert Einstein. Frauen haben sowas ja intuitiv erkannt. Dieser Spruch, kennst du einen, kennst du alle? Molekularbiologisch vollkommen korrekt. Ja? Selbst Mäuse haben zu 90% dieselben Gene wie wir. Etwa die Hälfte aller chemischen Prozesse, die in unserem Organismus ablaufen, laufen exakt auch in einer Banane ab. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind mit Obst viel näher verwandt, als uns lieb ist. Deswegen haben Männer auch Adamsäpfel und Frauen Orangenhaut. Ja, auch wenn uns das nicht passt, aber molekularbiologisch gesehen ist der Mensch nichts Besonderes. Genau genommen ist unser Sonnensystem noch nicht etwas Besonderes. Der Mensch als Krone der Schöpfung im Zentrum des Universums, völliger Quatsch. Kosmologisch gesehen ist die Milchstraße eine Sackgasse. Unser Sonnensystem liegt so dermaßen weit weg vom Zentrum des Universums, das kann man sich nicht vorstellen. Gut, ich schon, ich komme aus dem Odenwald, aber... Ich kann mich erinnern, wie ich gefirmt worden bin. Aus dem Odenwald komme ich ja, da ist ja eine richtige erzkatholische Ecke. Da habe ich den Pfarrer gefragt, Herr Pfarrer, was hat Gott eigentlich gemacht, bevor er die Welt erschaffen hat? Da guckt er mich ganz lang an und sagt zu mir, er hat die Hölle vorbereitet für Menschen, die so komplizierte Fragen stellen. Und es zeigt eben, dass Naturwissenschaft und Theologie schon noch so ein bisschen, ja, immer leichte Konflikte haben. Und bei einer Umfrage nach der Glaubwürdigkeit von deutschen Institutionen ist die katholische Kirche weit abgeschlagen. Noch hinter dem ADAC. Gut, was man irgendwann verstehen kann, von den gelben Engeln habe ich wenigstens die Telefonnummer. Ja, die Kirche hat ein klassisches Marketingproblem. Dieser schöne Satz, wir halten den Himmel offen, klingt sehr gut, stammt leider nicht vom Papst, sondern von der Lufthansa. Und was soll ich von einem Unternehmen halten, wo der Konzernvize seinen Chef kein einziges Mal zu Gesicht bekommt? Ja, noch nicht mal bei der Weihnachtsfeier. Und die Führungsspitze orientierungslos verstrickt sich permanent in Widersprüche. Ich habe nie verstanden, wieso katholische Pfarrer von jedem Vater genannt werden, außer von den eigenen Kindern, die nennen ihn Onkel. Mein Gott, es gibt natürlich auch Bereiche, da stoßen selbst wir Naturwissenschaftler wirklich ganz eindeutig an die Grenzen. Ja. Eine Zunahme des Wissens
das wissen Sie natürlich, macht die Dinge ja oft nicht einfacher, sondern oft schwerer. Ja? Wir leben in einem hochkomplizierten Zeitalter und je mehr wir davon wissen, umso verwirrender werden manche Leute. Wenn Sie zum Beispiel bei Google das Wort Einfachheit eingeben, dann bekommen Sie 281.000 Treffer. Das muss die Leute verwirren. Oder neulich hat ein Bekannter von mir versucht, bei eBay eine Luftgitarre zu versteigern. Die ist für 65 Euro weggegangen. Weil wir konsumieren und konsumieren, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob das überhaupt Sinn macht. Und gerade da, deswegen entstehen diese psychischen Krankheiten. Tinnitus. Bekannter von mir hat so ein lautes Ohrengeräusch, da haben sie sogar schon Nachbarn beschwert. Ja, und es gibt zum Beispiel immer mehr Menschen, die hören so fremde Stimmen, die dann Befehle erteilen, teilweise richtig dramatisch. Wirf dich unter eine Straßenbahn. Was machen sie da? Vor allem, wenn sie in einer Stadt leben, die überhaupt keine Straßenbahn hat. Ja, dann sind sie ja wahnsinnig. Ja. Jetzt haben Forscher aber herausgefunden, dass ganz viele Menschen diese fremden Stimmen hören, dass die in Wirklichkeit gar nicht verrückt sind, sondern dass die über ihre Amalgamblomben Kurzwelle empfangen. Viele von denen kriegen sogar Premiere World rein, ohne Decoder. Ja, manchmal kann wissenschaftlicher Fortschritt auch ein Fluch sein. Nicht umsonst werden ja in Filmen oder in der Literatur Wissenschaftler immer als gefährliche Psychopathen dargestellt, die sich als Gott aufspielen. Dr. Faustus bei Goethe, Dr. Frankenstein bei Mary Shelley, Dr. Brinkmann in der Schwarzwaldklinik. Dabei ist wissenschaftlicher Fortschritt nie gut oder schlecht, das kommt immer auf die Anwendung an. Mit einem Laser kann ich eine Pershing-Rakete bauen oder Wolfgang Petri hören. Das eine fürchterliche Bedrohung für die Menschheit und das andere eine Mittelstreckenwaffe. Ja, wir vergessen oft, dass es gerade die Physik ist, die uns ein angenehmes Leben ermöglicht. Ohne die Erfindung der Glühbirne zum Beispiel, da müssten wir heute noch bei Kerzenlicht Fernsehen gucken. So sieht's aus. Ja, oder auch medizinische Entwicklungen, Computertomographie, Ultraschallgeräte, Röntgenapparaturen. Dadurch hat sich in den letzten 100 Jahren in den westlichen Industrienationen die Lebenserwartung fast verdoppelt. Unsere Gesellschaft wird immer älter und es sind bizarre Formen an. Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die große Mehrheit der heute 29-Jährigen im Jahr 2039 schon 61 ist. Amerikanische Wissenschaftler, ja, die kriegen alles raus, die Amis. Das sind Fasse. Ja, unsere Gesellschaft wird immer älter, insofern ist es natürlich jetzt ganz normal, dass die Bundesregierung beschlossen hat, Rente mit 67. Man hat das nicht vergessen, als die gesetzliche Altersrente eingeführt wurde, Otto von Bismarck vor etwa 110 Jahren, die Älteren können sich noch daran erinnern, ja, da lag das Renteneintrittsalter bei 70 Jahren. Die damalige Lebenserwartung allerdings lag bei 40 Jahren. Und dadurch war die Rente auch relativ gut finanzierbar. Das Sterberisiko war noch nie so gering wie hier und heute. Aber trotzdem drehen wir aufgrund der geringsten Kleinigkeiten komplett durch. BSE, Feinstaub, Gammelfleisch oder letztes Jahr absolutes Top-Thema, die Vogelgrippe. Ein Land im Ausnahmezustand. Die Staatsoperin in Dresden musste damals sogar den Vogelhändler vom Spielplan nehmen. Eines Nachts ruft mich eine gute Freundin an, Vince, ich habe Krähenfüße, muss ich sterben. Und ich meinte, nein, außer hast noch Hühneraugen, also was soll das? Irgendwie ist absurd, oder? Wir fürchten uns viel mehr vor Risiken, die extrem unwahrscheinlich sind, als vor den wirklichen Gefahren des Lebens. Rauchen, saufen, Autofahren. Dadurch kommen die meisten Menschen in Deutschland ins Leben. Wenn Sie 10 Kilometer mit dem Auto fahren, setzen Sie sich dem gleichen Risiko aus wie bei einem Flug von Köln nach New York. Das heißt also, wenn Sie mit dem Taxi zum Flughafen fahren und gut ankommen, haben Sie das Schlimmste hinter sich. Angst ist einer der wirklich großen Wachstumsmärkte in diesem Land. So eine Stimmung vor 500.000 Jahren und die Sache mit dem Feuer wäre nie genehmigt worden. Ja, dabei braucht ja gerade Wissenschaft das Gegenteil von Angst. Mut, Kreativität, Risikobereitschaft, die Fähigkeit, um die Ecke zu denken. Weil die wahren Zusammenhänge erkennt man oft erst dann, wenn man die Perspektive wechselt. Aus der Sicht von Bakterien zum Beispiel ist Gesundheit eine ganz, ganz hässliche Krankheit. Oder jeder Hirnforscher zum Beispiel weiß, dass das, was wir als Realität bezeichnen, oft eine ziemliche Illusion ist. Stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, ich würde das Ganze nicht auf der Bühne erzählen, sondern in der U-Bahn. Auf der Bühne ist Kunst, in der U-Bahn wäre ich ein Psychopath, so einfach ist das. Ja? Aber auch in der Wissenschaft gibt es natürlich Illusionen und Täuschungen. Ja? Jeder kennt in der Medizin den Placebo-Effekt. Ja? Und das Prinzip der Schmerzpriorität, kennt ihr das? Schmerzpriorität? Total interessant, wenn der menschliche Körper an zwei unterschiedlichen Stellen gleichzeitig Schmerzen bekommt, dann entscheidet sich das Gehirn für den Stärkeren. Und das kann man ganz leicht ausprobieren.
Also wenn wir zufälligerweise mit einem kleinen Zeh gegen das Tischbein knallen, wie dem schon mal passiert, ist ein sehr, sehr schöner, schnörkelloser Schmerz. Ne? Also wenn Ihnen sowas passiert, dann holen Sie sich einfach einen Hammer und hauen sich volle Kanne auf den Daumen. Was glauben Sie, wie egal Ihnen in dem Moment Ihr kleiner Zeh ist? Ne? Ja, das wird alles hier im Kopf entschieden. Ja. Oder auch in der Physik, Illusionen und Täuschungen en masse. Ist Ihnen zum Beispiel schon mal aufgefallen, dass der Mond viel größer ist, wenn er knapp über dem Horizont steht und durch die Bäume scheint? Sonne übrigens auch. Knapp über dem Horizont sind Sonne und Mond riesig groß und wenn sie dann oben am Himmel stehen, sind sie relativ klein. Physiker haben sich dieses Phänomen angeguckt, einige wissen das natürlich, und sind zum Schluss gekommen, es ist kein physikalischer Effekt, sondern es ist eine reine Sinnestäuschung. Offensichtlich ist es so, dass so Objekte immer dann als sehr viel größer erscheinen, wenn in ihrem Umfeld optische Störgrößen vorhanden sind. Deswegen lassen Männer beim Sex auch auf die Socken an. Gut, ist jetzt die Frage, was ist die Störgröße? Ja. Diese Mondillusion, die kann man übrigens wieder abschalten, indem man sich den Mond kopfüber anguckt. Dann schaltet das Gehirn von der Wahrnehmung her wieder um. Und das müssen Sie wirklich mal probieren. Und wenn Sie das nächste Mal den Mond fett und groß am Horizont stehen sehen, dann gucken Sie ihn einfach mal durch die Beine an, ja? Und dadurch schrumpft er wieder auf die normale Größe. In dem Zusammenhang auch ein Tipp an alle Frauen, falls der Typ zum ersten Mal die Hosen runterlässt, einfach mal die Perspektive wechseln. So, und nachdem jetzt die Stimmung so richtig am Siedepunkt angelangt ist, Dankeschön. Hoffe ich, es ist mir gelungen, Ihnen die Wissenschaft auf eine etwas andere Art und Weise so ein bisschen näher zu bringen, auf eine humorvolle Art und Weise. In den letzten 100 Jahren hat ja die wissenschaftliche Forschung den vielleicht größten Sprung in der Menschheitsgeschichte getan. Wenn wir jetzt mal bei der Physik bleiben, Quantenmechanik, Relativitätstheorie, Elementarteilchentheorie, große, große Erkenntnisse, ohne die Welt vollkommen anders aussehe als heute. Wir hätten keine Handys, keine Navigationssysteme, keine Mikrowellenherde, keine Röntgenapparaturen. Wir hätten noch nicht mal ordentliches Licht. Wir wissen mittlerweile in sehr, sehr vielen Bereichen sehr genau Bescheid, wie die Welt funktioniert. Aber wir haben nach wie vor nicht die leiseste Ahnung, warum die Welt funktioniert. Warum es überhaupt sowas wie Atome gibt oder Naturkonstanten oder Musikantenstadien, man weiß es nicht. Und je mehr wir über kosmologische Phänomene wissen, umso mehr drängt sich der Verdacht auf, dass sich das gesamte Universum vielleicht auch komplett sinnlos verhalten könnte. Aber das macht die physikalische Forschung auch aus, weil die großen Grundfragen noch nicht im Ansatz gelöst sind. Ist das Universum unendlich oder einfach nur sehr groß? Ist es von ewiger Dauer oder einfach nur sehr langlebig? Und wenn das gesamte Universum immer weiter expandiert, wann bekomme ich in der Innenstadt endlich wieder einen Parkplatz? In diesem Sinne, vielen Dank und einen schönen Preisverleihung. Thank you.
Sehr verehrte Frau Bundesministerin, liebe Frau Schawan, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr geehrten Damen und Herren, Musik hat Pep und Double X hat es. Das zum einen. Physik hat viele Seiten, das zum anderen. Vince Ebert, selbst Diplomphysiker, hat uns das verdeutlicht. Wie attraktiv Wissenschaft allerdings wirklich ist, dafür sind Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute hier der anschaulichste Beweis. Ich freue mich, Sie alle zum 30-jährigen Jubiläum des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises und zu dieser daher ganz besonderen und besonders zu feiernden Verleihung der Preise 2007 hier im Forum der Bundeskunsthalle in Bonn begrüßen zu können. Ganz besonders freue ich mich, dass es Ihnen, sehr verehrte Frau Ministerin, möglich ist, bei dieser Feier mitzuwirken. Mein besonderes herzliches Willkommen gilt heute Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, die zum Teil von weit her unserer Einladung zu diesem Festakt gefolgt sind. Ich freue mich, Sie begrüßen zu können. 30 Jahre Meyer-Leibniz-Preis, dies bedeutet 30 Jahre Anerkennung von wissenschaftlichen Leistungen auf höchstem Niveau in jungen Jahren und, wie der leider viel zu früh verstorbene George Köhler, einer der ersten Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger und späterer Nobelpreisträger, gesagt hat, Ansporn, sich mit derselben Begeisterung und demselben Leistungswillen auch weiterhin der Wissenschaft zu widmen. Und nicht nur der Preis ist 30 Jahre alt. 30 Jahre beträgt auch das Durchschnittsalter unserer Preisträgerinnen und Preisträger. Ein Alter, das bedeutet, nicht mehr ganz jung, aber auch nicht wirklich alt zu sein. In den vergangenen 30 Jahren hat sich viel getan. Einige von Ihnen werden sich vielleicht noch an das Jahr 1977 erinnern. Die Europäische Kommission nimmt als Organ der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Arbeit auf. In Spanien finden erstmals seit 41 Jahren wieder freie Wahlen statt. In Frankreich fällt zum letzten Mal die Guillotine. Die Deutsche Bundesbahn mustert ihre letzte Dampflokomotive aus. Die Raumsonden Voyager 1 und 2 starten und in Los Angeles erhält der Film Rocky mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle den Oscar. Ich selbst mühte mich in dieser Zeit durch die Klausuren meiner Diplomvorprüfung. Dabei gab es so viel anderes, so viel Interessanteres zu erleben. In diese Zeit hineingeboren wird eine Idee, die in ihrer Bedeutung den vorgenannten Ereignissen zwar nicht nahe kommt und auch nicht in gänzlich unbekannte Welten führte, mit der aber gleichwohl etwas Neues, bis dato nicht Existentes, geschaffen werden sollte. Bis zum Advent 1977, an dem das Initiativgespräch zwischen dem damaligen Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, Helmut Rohde, und dem damaligen Präsident der DFG, Heinz Meyer-Leibniz, stattfand, gab es praktisch kein Instrument, durch das Forschungsergebnisse speziell des wissenschaftlichen Nachwuchses anerkannt wurden und das zur Verfolgung kreativer Ideen ermunterte. Dabei gilt heute, wie damals gleichermaßen, dass es oft gerade die Arbeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses sind, die die Forschung entscheidend voranbringen, in denen neue Fragen aufgeworfen und unkonventionelle Ideen und Wege beschritten werden. Sie verdienen daher besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wie wichtig die Förderung des Nachwuchses ist, hat Heinz Meyer-Leibniz in seiner Zeit als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft von 1974 bis 1979 stets betont. Fast beschwörend lesen sich seine Ansprachen, wenn er davon spricht, dass die Jungen früh Verantwortung übernehmen sollen und dass man seine besten Schüler nicht festhalten, sondern wegschicken solle. Immer wieder hat er gefordert, dass der wissenschaftliche Nachwuchs besser sein müsse als seine Lehrer, damit die Forschung vorankomme. Der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis hat mit seiner Etablierung vor genau 30 Jahren nicht nur in Bezug auf die Vielfalt der Nachwuchspreise, die es heute in Deutschland gibt, eine Initialwirkung entfaltet. Auch für die DFG selbst hat er gewissermaßen eine neue Epoche der Förderung eingeläutet, die Förderung von Personen. Er stand nämlich, so könnte man sagen, Pate für die Einführung des Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Programms 1985 und für die Einrichtung des Gerhard-Hess-Preises
1988. Nach einer Umfrage des Magazins Bild der Wissenschaft aus dem Jahre 2005 sehen die 18 wichtigsten Forschenden und forschungsfördernden Einrichtungen in Deutschland den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis auf dem 3. Platz in der Top 10 der Wissenschaftspreise. Davor werden nur der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis, der DFG und dann der Deutsche Zukunftspreis des Bundespräsidenten genannt. Mit Fug und Recht kann man daher sagen, dass sich der Heinz-Meyer-Leibniz-Preis zum anerkanntesten Nachwuchspreis, der in Deutschland entwickelt hat. Meine Damen und Herren, 279 Preisträgerinnen und Preisträger sind der beste Beweis dafür, dass es hochbegabten wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland gibt, der aufgrund hohen Leistungswillen in relativ jungen Jahren außergewöhnliche, international herausragende Forschungsergebnisse erzielt. Es ist allerdings nicht nur die Begabung, die exzellente Forschung ermöglicht. Immer wichtiger sind heute die Rahmenbedingungen, um sich voll auf die Forschung konzentrieren zu können. Exzellenz kann nicht nur gedeihen, wo sie den richtigen Nährboden findet. Für diesen richtigen Nährboden müssen Wissenschaft und Politik in enger Interaktion sorgen. Hochschulpakt 2010, Exzellenzinitiative und Wissenschaftszeitvertragsgesetz sind dabei nur einige derzeit aktuelle Stichworte. So bringt der Hochschulpakt auch für die DFG den Einstieg in die längst überfällige Vollkostenfinanzierung über die Exzellenzinitiative hinaus. Programmpauschalen in Höhe von 20% der direkten Projektkosten sollen für die Bewilligungen des Jahres 2007 in den koordinierten Verfahren und ab 2008 in allen Förderverfahren der DFG gezahlt werden. Dies ist aus meiner Sicht ein wichtiger, sehr wichtiger Schritt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, vor allem der deutschen Hochschulen. Wie leistungsfähig unsere Hochschulen sind, zeigt in beeindruckender Weise eben diese Exzellenzinitiative, die sich derzeit in der zweiten Runde befindet. Jetzt gilt es, die Dynamik, die diese Initiative im System ausgelöst hat, zusammen mit dem Einstieg in die Vollkostenfinanzierung zu nutzen, um sich den zentralen wissenschaftlichen Themen unserer Zeit in den notwendigen personellen und sächlichen Ressourcen widmen zu können. Auch hier spielt der Nachwuchs eine zentrale Rolle. Dieser könnte sich sicher auch in anderen, oft keineswegs minder vielversprechenden Karrieren, wie etwa in der Industrie, bewähren. Doch um die besten Nachwuchskräfte für die Wissenschaft zu gewinnen und dort zu halten, müssen wir die Attraktivität der wissenschaftlichen Laufbahn steigern. Dies bedeutet vor allem die Schaffung verlässlicher Karriereperspektiven und die Sicherstellung einer für alle Karrierephasen angemessenen, deutlich verbesserten Vergütung. Im harten Wettbewerb um die besten Köpfe weltweit sind wir mit unseren Vergütungssystemen des TVL, des TVÖD oder auch der W-Besoldung sicher nicht konkurrenzfähig. Hohe Leistungen müssen auch leistungsgerecht hoch bezahlt werden. Und da ist das sogenannte Besserstellungsverbot im öffentlichen Dienst im Grunde nur der Ausdruck eines in unserer Gesellschaft tief sitzenden Neides, den wir überwinden und kurieren müssen wie eine lähmende Krankheit. Dies gilt umso mehr, als mit der Gründung des European Research Council in diesem Jahr sich der Wettbewerb um die besten Köpfe auch auf europäischer Ebene wesentlich verschärft hat. Sie alle wissen, dass sich auch die DFG für dessen Etablierung in den vergangenen Jahren intensiv eingesetzt hat. Welchen Stellenwert die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses im europäischen Raum einnimmt, verdeutlicht die erste Förderlinie, mit dem der ERC seine Arbeit aufgenommen hat, dem ERC Starting Independent Researcher Grant, der die Förderung von jährlich etwa 200 bis 250 exzellenten Nachwuchswissenschaftlern bzw. Nachwuchsgruppen für maximal 5 Jahre vorsieht. Dafür stehen pro Jahr rund 300 Millionen Euro zur Verfügung. Wie attraktiv eine solche Förderung ist, zeigen die rund 9000 Bewerbungen, eine Zahl, die wirklich alle Erwartungen übertroffen hat. Um exzellenten, jungen Forscherpersönlichkeiten in Deutschland ein Maximum an wissenschaftlicher Kreativität und Entfaltung zu ermöglichen, ist die DFG permanent bestrebt, ihre Programme zur direkten Nachwuchsförderung zu flexibilisieren und sie den Bedürfnissen junger Forscherinnen und Forscher anzupassen. Die Unterstützung der wissenschaftlichen Selbstständigkeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt und die Schaffung der Voraussetzungen für die Berufbarkeit auf eine Professur stehen dabei im Vordergrund. So haben wir beispielsweise das Eminöter-Programm weiter modifiziert
substanzielle internationale Forschungserfahrungen können nun auch anders als in Form einer längeren Postdoc-Zeit, zum Beispiel durch Kooperationen mit Partnern im Ausland, nachgewiesen werden. Flexibilisierte Zugangsmöglichkeiten bieten seit Beginn dieses Jahres jungen Ärztinnen und Ärzten eine in ihrer Karriere in Forschung und Klinik angemessene Chance der Förderung. Gleichzeitig kann im Zusammenhang mit unseren wesentlich verstärkten Bemühungen um einen Erkenntnistransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft für einen Teil der Eminenterförderung auch in einem Wirtschaftsunternehmen oder in einem eigenen Unternehmen geforscht werden. Wir beide, liebe Frau Schawan, sind uns einig, dass die Interaktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft etwa durch gegenseitige Öffnung der Karrierewege oder durch die Transferförderung der DFG weiter intensiviert werden muss. Forschungsergebnisse müssen sich zu Innovationen entwickeln, also wirtschaftlich und gesellschaftlich genutzt werden können. Erkenntnistransfer ist daher nicht auf den Bereich der Ingenieurwissenschaften beschränkt, sondern in allen Disziplinen möglich und erwünscht. Was wir also brauchen, meine Damen und Herren, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die im Blick haben, welches Anwendungspotenzial ihre Erkenntnisse haben und die Lücke zwischen Erkenntnis und Anwendung schließen. Nicht zuletzt brauchen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht davor zurückschrecken, Potenziale nutzbar zu machen und Anwendungen so weit anzuschieben, dass sie sich von alleine tragen. Um Anschubförderung für exzellente junge Leute geht es auch bei einem neuen Fördermodul, dessen Implementierung die DFG plant, dem sogenannten Starting Grant, mit dem bereits in einem früheren Stadium der wissenschaftlichen Karriere das Innovative, das Kreative in Personen unkompliziert gefördert werden soll. Gedacht ist eine einmalige Bewilligung von etwa 1.000 oder 200.000 Euro für ein erstes Projekt, allein aufgrund einer begründeten Empfehlung von ausgewiesenen, vorzugsweise internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Auch der Tenure-Track-Thematik hat sich die DFG in jüngster Vergangenheit angenommen und mit der Einführung der Heisenberg-Professur Ende 2005 ein modellhaftes Angebot verwirklicht. Diese Professur beinhaltet eine langfristige Karriereperspektive am gewählten Standort. Bislang konnten 15 solcher Professuren bewilligt werden. Voraussetzung für die Bewilligung ist unter anderem, dass nach der fünfjährigen Förderung durch die DFG die Übernahme in den Etat der Hochschule gewährleistet ist, soweit dies landesrechtlich zulässig ist. Hoffnungen und Erwartungen unserer Nachwuchselite offenbaren nicht zuletzt auch die regelmäßig im Herbst stattfindenden Jahrestreffen deutscher Stipendiatinnen und Stipendiaten in den USA. Hier hören wir, dass eine Rückkehr nach Deutschland für die meisten eine wünschenswerte Option ist. Was junge Wissenschaftler jedoch an ihren Gasteinrichtungen in den USA und durchaus im Unterschied zu Deutschland beeindruckt, sind die frühe Selbstständigkeit und die damit verbundene Kommunikation auf gleicher Augenhöhe mit erfahrenen Wissenschaftlern und auch das Gefühl, einfach willkommen zu sein. Demgegenüber, und das hören wir immer wieder, steht bezogen auf das deutsche System der Eindruck, als Bittsteller auftreten zu müssen. Diese Wahrnehmungen und Erfahrungen müssen wir, meine ich, sehr ernst nehmen. Liebe Frau Schawan, wir beide teilen auch die Auffassung, dass die Forschung in Deutschland stärker als zuvor auf die Förderung der besten jungen Leute angewiesen ist. Denn der Wissenschaftsstandort Deutschland kann nur so gut sein wie sein Nachwuchs. Sie stellen uns nicht nur in großzügiger Weise die Mittel für den heute hier in nunmehr 30-jähriger Tradition zu vergebenen Preis zur Verfügung, sondern machen es gemeinsam mit den Bundesländern durch die Zuwendung zur DFG erst möglich, dass wir uns der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses systematisch annehmen können. Hierfür meinen besonders herzlichen Dank. Mein weiterer Dank gilt an dieser Stelle auch dem 13-köpfigen Auswahlausschuss des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises für die sorgfältige Auswahl. Es ist keine leichte Aufgabe, aus jährlich etwa 100 Nominierungen letztendlich 6 Preisträgerinnen und Preisträger auszuwählen. Dies gilt besonders, wenn fast alle Vorschläge eine herausragende Qualität aufweisen. Meinen ganz besonderen Dank möchte ich heute auch dem Vorsitzenden des Ausschusses, dem DFG-Vizepräsidenten Jürgen Nehmer, aussprechen. Lieber Herr Nehmer, nach 6 Jahren endet in diesem Jahr Ihre Amtszeit. In all diesen Jahren haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen der Jury mit Erfolg versucht und den Erfolg gehabt, den Preis den Anforderungen
an den wissenschaftlichen Nachwuchs anzupassen. Dabei sahen sie sich stets dem hohen Anspruch des Namensgebers Heinz-Meyer-Leibniz verpflichtet, ohne die bestehenden Rahmenbedingungen für den Nachwuchs an universitären und außeruniversitären Einrichtungen aus dem Blick zu verlieren. Vor allem die Einführung des Begutachtungsverfahrens und die Abschaffung der starren Altersgrenzen sind auf Ihre Initiative zurückzuführen. Lassen Sie mich daher heute ohne Übertreibung feststellen, dass der Preis in seinem jetzigen Gewand unverwechselbar auch Ihre Handschrift trägt. Für Ihr umfassendes Engagement danke ich Ihnen im Namen aller Beteiligten. Allen anderen beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die durch ihre Kandidatenvorschläge und Gutachten im Auswahlverfahren uns unterstützt haben, ja uns die Entscheidungsfindung eigentlich erst ermöglicht haben, sei ebenfalls an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Die besten Forscher sind der größte Schatz einer Hochschule, stellte Heinz-Meyer-Leibniz einmal fest, und die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger sind nur ein weiterer Beweis dafür. Ich kann nur an die Hochschulen und Einrichtungen appellieren, bewahren Sie diesen Schatz. Liebe Frau Schweikert, lieber Herr Bell, Herr Dumser, Herr Hornung, Herr Linden, Herr Wild, Sie haben nicht nur die Gutachter und den Auswahlausschuss von Ihren wissenschaftlichen Leistungen überzeugt, sondern uns auch in beeindruckender Weise gezeigt, wo und unter welchen Bedingungen exzellente Forschung gedeiht. Ich gratuliere Ihnen auf das Herzlichste zu diesem Preis, der Ihnen Ansporn, Auszeichnung und Verpflichtung zugleich sein möge. Für Ihre weitere wissenschaftliche Karriere, die auch die DFG mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wird und mit Ihren Möglichkeiten begleiten möchte, wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Herzlichen Glückwunsch schon jetzt. Sehr verehrter Herr Präsident, lieber Herr Kleiner, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heinz-Meyer-Leibniz hat viel Gutes und Richtiges gesagt und getan. Dazu gehört auch der Satz, es kommt in der Wissenschaft immer auf Personen an. Das ist mein tägliches Wort. Und ich erinnere mich an eine Begegnung mit ihm, wenige Wochen vor seinem Tod am herrlichen Bodensee, wo er lebte. Und ich kann mich nun nicht mehr genau erinnern an das Gespräch, das wir geführt haben, aber ich erinnere mich an einen Mann, der voller Leidenschaft für nicht nur die Wissenschaft im Allgemeinen, sondern voller Leidenschaft war, wenn das Gespräch kam, auf die Frage junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich weiß, wie stark sein Impetus war, zu erinnern daran, dass neben der Frage der Finanzen und der Strukturen in einem eher theoretischen Sinn die Anziehungskraft der Universität, die Anziehungskraft einer wissenschaftlichen Laufbahn ganz wesentlich zu tun hat, auch mit der Kultur, die herrscht. Der Frage, wie am Ende einer Universität, einer Forschungsorganisation es gelingt, sich kulturell so weiterzuentwickeln und das heißt auch im Blick auf die Weiterentwicklung von Strukturen Schritte zu tun, die genau das möglich machen, was Sie, lieber Herr Kleiner, und viele andere in Ihren Reden sagen. Das Klima muss stimmen, es muss stimmen, die Erfahrung ernst genommen zu werden, selbstständig arbeiten zu können, nicht unnötige Bürokratie zu erfahren, sondern gefragt zu sein im eigenen Talent, gefragt zu sein mit der eigenen Leidenschaft und Überzeugungskraft in und für die Wissenschaft. Und deshalb denke ich, ist es eine großartige Idee vor 30 Jahren gewesen, diesen Preis oder einen Preis für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu stiften, die nach ihm, die nach Heinz-Meyer-Leibniz benannt sind, ein Preis, der nach ihm benannt ist.
Es war der damalige Bildungsminister Rode und es war im Forschungsministerium, das möchte ich bei dieser Gelegenheit auch in Erinnerung rufen, auch ein Mann, der sich stark über viele Jahre engagiert hat für die Begabtenförderung, für den wissenschaftlichen Nachwuchs, Matthias Schütz, der wesentlich mitgewirkt hat am Konzept für diesen Preis. 30 Jahre, viele Preisträger sind heute hier. Wer die Namensliste sieht, weiß, dieser Preis ist eine Station auf in der Regel erfolgreichen, auch international angelegten Wegen. Ich sage den diesjährigen Preisträgerinnen und den 5 Preisträgern von Herzen Glückwunsch. Ich freue mich mit Ihnen über diese öffentliche Würdigung Ihrer Arbeit und ich wünsche Ihnen für Ihr weiteres Wirken in der Wissenschaft, in der Forschung Erfolg und auch diese Erfahrung, von der ich sprach und von der ich weiß, dass sie noch nicht gängige Erfahrung im deutschen Wissenschaftssystem ist. Manches, und auch das hat Herr Präsident Kleiner genannt, manches ist auf dem Weg. Die Abschaffung des Hochschulrahmengesetzes, der Hochschulpakt, die Exzellenzinitiative, die Hightech-Strategie, die Einführung der Forschungsprämie, Overhead, endlich im ersten Schritt. Das sind erste wichtige Schritte, die auch spürbar für Dynamik und übrigens für eine öffentliche Präsenz der Wissenschaft und der Forschung Sorge tragen, die auch wichtig ist. Aber natürlich müssen weitere Schritte folgen und ich bin sehr davon überzeugt, es wird im Laufe der nächsten Jahre, da es nun kein Hochschulrahmengesetz mehr gibt und da auch manch anderes, was in früheren Zeiten einen Rahmen vorgegeben hat, heute ersetzt ist durch Wettbewerb, durch neue Steuerungsinstrumente, es wird dann auch in den 16 Ländern in Deutschland sowie in Europa insgesamt den Wettbewerb geben um die besten Konzepte zur Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das muss ein nächster wichtiger Schritt auch in Deutschland sein, im deutschen Wissenschaftssystem, an den Hochschulen in Deutschland. Wir werden Ende des Jahres den ersten Bundesbericht zur Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses dem Deutschen Bundestag vorlegen und solche Berichte sind gute Gelegenheit für auch politische Diskussion, nicht nur Diskussion in den Fachkreisen, sondern politische Diskussion. Und dann wird die Frage auch an die 16 Länder und ihre Wissenschaftsminister sein, was ist euch wissenschaftlicher Nachwuchs wert? Was ist es euch wert im Blick auf die jeweils nächste Dekade an den Universitäten, die richtigen Weichen zu stellen, um jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Perspektiven zu geben. Das ist der drängendste Punkt überhaupt für die Zeit nach den ersten Jahren, nach den ersten Projekten, nach der ersten Förderung Anschlussmöglichkeiten zu haben. So wie im einen oder anderen Land, ich denke etwa an Baden-Württemberg, nun Tenure Track eingeführt wird. Das braucht es in allen 16 Ländern in Deutschland. Wir werden nur ein gutes Klima im Wissenschaftssystem, in unseren Forschungsinstituten und an unseren Universitäten erreichen, wenn Perspektiven geschaffen werden. Und wenn ich Ministerpräsidenten treffe, dann bringe ich es in den Satz, wer über die Zukunft seines Landes nachdenkt, wer sich fragt, woher eine Region, ein Land Quellen künftigen Wohlstands erhalten wird, dann sind es die Hochschulen, dann sind es die Forschungseinrichtungen, dann sind es die Universitäten und deshalb muss Mehreinnahme von Steuern und deshalb muss wirtschaftliche Dynamik in Deutschland dann auch heißen, am 3%-Ziel festzuhalten, einen guten Anteil davon den unterfinanzierten Universitäten zur Verfügung zu stellen. Jetzt, da wir in anderen Bereichen zugelegt haben, auch zuzulegen, wenn es um die Finanzierung der Universitäten als dem Herzstück des Wissenschaftssystems geht.
geht. Geld ist das eine, Klima, Kultur ist das andere. Und so wünsche ich Ihnen, jenen, die heute ausgezeichnet werden, dass es Ihnen mit Ihrer Arbeit gelingen möge, auch den Funken rüberzubringen in eine Gesellschaft, die auch interessiert sein will, die begeistert werden will von dem, was Wissenschaft und Forschung leistet, von dem, was über Wissenschaft und Forschung möglich ist für die Zukunft dieser Gesellschaft, für die Zukunft unseres Landes und dies als Teil einer Europäischen Union, in der, wir haben es heute Morgen in Hamburg bei der Begründung von ICFEL wieder erleben können, bei der es auch einen neuen Schwung für Forschung, Entwicklung und Innovation gibt. Ich sage Ihnen also zu, dass was Sie an Leidenschaft für die Forschung trägt, davon lassen wir uns auch im öffentlichen Handeln anstecken. Sie können sicher sein, wir sind erst mitten in einem Prozess, der auch verbunden sein wird und muss mit mehr Anerkennung für wissenschaftliche Arbeit in Deutschland. Und umgekehrt mögen Universitäten neu gewonnene Freiheit auch nutzen, um so zu gestalten, wie es von der Sache und von einer überzeugenden und anziehungsstarken Kultur der Wissenschaft her notwendig ist. Mut zur Freiheit, Bereitschaft zur Investition, Motivation für die Wissenschaft, auch in unserem Bildungssystem und eine Gesellschaft mit Begeisterungsfähigkeit für Wissenschaft und Forschung. Das wäre und ist gute Begleitung für Ihre Arbeit. Ich gratuliere herzlich und wünsche Ihnen von Herzen viel Erfolg für Ihr weiteres Wirken. Und meine Damen und Herren, wenn ich dann nicht bis ganz zum Ende der Preisverleihung da bin, dann mögen Sie mir das verzeihen. Das hat mit Reisemöglichkeiten zu tun. Ich habe es deshalb schon einmal ganz kollektiv gesagt. Alle guten Wünsche für Sie und auf Wiedersehen bei dieser oder jener Gelegenheit in Ihren Hochschulen. Vielen Dank.